komm doch zu mir. Es ist Samstagabend, ich habe Hass im Magen. Das sind Tanzballaden, Baby, komm. Vertrau mir, wenn der Dönermann sagt, das Chili ist scharf. Vertrau den Amanakoim. Jetzt sitze ich hier mit Kanistermilch am Nassikim. Das Gefühl, kaputt zu sein, kenne ich nicht. Ich habe auch noch nie wegen Krankheit in der Schule gefühlt. Du musst das jetzt alles trinken. Du musst das jetzt alles trinken. Jawohl, alles klar. Kakosi. Ja, von welchem Land kommst du hier? Ich bin von Ghana. Ghana. Und aus Ghana. Und schon auch aus Ghana? Schwer, nein, alles vom Moschee geklaut. Wie? Ja, weil du kannst ruhig in der Kirche gehen, Moschee. Ja. Aber Moschee darf nichts. Ja. Alle draußen lassen, ich hole ihn nachher. Das gibt's doch nicht, Bruder. Doch, ist haram, aber egal. Ja, er hat mich eh gefickt. Gut, dass er kein Deutsch kann. Boah, der hat meine Haare auseinandergenommen. Kein Deutsch, ne? Hast du den Namen auch bei? Ja, also bei uns im Büro sind auch schon wieder 4 Mann erkältet. Ja, das geht aktuell wieder rum, ne? Ja, das ist richtig. DOV, du bist in Seoul auf irgendeiner Clubtoilette. Ich bin auch Ausländer! Ja, Deutsche! Ja. Du bist so ein räudiger Mensch. Weißt du das? Wie kann man so charakterlos sein, Nico? So räudig und charakterlos. Ich wusste ja schon, dass du nicht die hellste Kerze bist, ne? Aber das? Wir haben alle beste Tasch, leg die Linien auf den Tisch. Heute werden alle nass, wir haben alle feinste Gift. Und die Bitch macht sich... Ja, und was aktuell auf der Welt wieder alles abgeht, ist auch unglaublich, ne? Ja. Steckst du nicht drin, ne? Ja, da hast du recht, da steckst du nicht drin, da kannst du nichts machen. Ausdruck in dein Gesicht, ne? Jean-Paul Gaultier Lemay. Genau, ja. That's the fragrance that gets complimented a lot. Ciao. Ciao. Und wir arbeiten dran, jetzt haben wir einen Erfolg gehabt gegen USA. Oh, ich habe einen einfachen Tor ein geschossen. Ein einfaches Tor hat er geschossen. Einfach ein Tor. Ja. Ohne Dribbling, ohne Schuss. Irgendwas. Einfach Tap-in, Grätschen. Tap-in-Grätschen, ja. Im gegnerischen 5-Meter-Raum. Da war der Papi stolz. Gibt Vollgas, ne? Trau dich, am Anfang mal ein bisschen zu übertreiben, damit du halt einfach mal dein Limit austesten kannst, damit du einfach mal für dich erkennen kannst, okay, was kann ich eigentlich für Ergebnisse erzielen, wenn ich wirklich Vollgas gebe? Hey Bruder, mit wem warst du dein letztes Mal? Mit meinem Onkel. Odi? Junge! Was willst du? Ich hab euch Sandwiches gemacht. Ich scheiß auf deine Sandwiches, Mann! Ich hab keinen Hunger und ich hab dir gesagt, du sollst nicht in mein verficktes Zimmer kommen, wenn mein Kollege da ist, Mann! Es ist jedes Mal dasselbe, Alter. Du fuckst mich nur noch ab, Digga. Ich hasse dich, ich hasse Papa, ich hasse unsere ganze Familie. Und jetzt verpiss dich aus meinem Zimmer. Oh, ja, was hast du denn für ein Vino da? Hauswein. Hauswein? Dorn, ich vermute mal Burgunder Dornfelder. Das ist mein Lieblingswein. Der schmeckt super, sehr mild, halbtrocken. Okay. Wenn du haben willst, ich hab. Von wo hast du denn den? Ich hab noch 2 Pullen. Woher hast du den? Bei Edeka im Angebot für 2,50 die Pulle, 1 Liter. Oh, hört sich nicht verkehrt an, ne? Willst du einen Schlucki haben? Oh, einen Schlucki? Schlucki? Na, hallo. Du hast nur 2 Flaschen in deinem Rucksack hier? Ja, 2. Hast du einen richtigen Schnapp gemacht, Rudi? Ich gleich rein hier, zockt das, ja. Kind, ey. Alter, wenn du haben willst, ey, super. Kann ich den haben? So für zum Nachhause nehmen auch? Die ganze Zeit. Das scheiße, wenn das super ist. Alter, wie scheiße. Ist voll in Ordnung. Was soll ich haben können und so. Ich finde das total scheiße. Ob ich da jetzt drüber merke oder nicht, ändern wird es wahrscheinlich doch nicht, würde ich behaupten, ne? Ich bin froh, dass mein Zug fährt und damit bin ich fein raus aus dem Schneider. Ja, heute ein Lauf-Wettbewerb und hier sind ein paar NPCs unterwegs. Mein kleiner Bruder kommt gleich, mein kleiner Bra. Hey, ja. Hey, wie heißt er? Er heißt Justus. Justus! Hey, danke, Mann, hey, danke.
Hey, danke, Mann. Hey, danke. Hey, danke. Hey, danke. Hey, danke. Hey, danke. Es hat ein bisschen gedauert, um ehrlich zu sein. Was ist Ihr lieber, Mann oder Frau? Ich würde jetzt gerne ein Zitat auf Englisch bringen. If there is a hole, there is a goal. Also wo ein Loch ist, ist auch ein Ziel. Ich verurteile niemanden. Loch ist Loch. Dieser Präsident von Barcelona ist ein richtiger Peach. Weißt du, er sagt zu mir, Leo, mach dir keine Sorgen um Geld. Ich wollte nur eine Null mehr. Aber dieser Peach will lieber Depay haben. Dieser Peach. Er will Antoine Griezmann. Und dieser Junge hat nur Fortnite gespielt. Vielleicht ist es besser. Vielleicht ist es besser so. Digga, warum klatscht ihr jetzt alle? Ich hab diesen Verein. Egal, klatscht die kleinen Hunde. Deshalb, krieg mal raus, was Oma, Opa, Uroma und Uropa gemacht haben. Wo sie herkamen, was sie gekämpft und gelitten haben. Überlege, was es für dich bedeutet. Und mach dir eins klar. Sie haben gelebt und wollen jetzt, egal wo sie sind, stolz auf dich sein. Jetzt, egal wo sie sind? Eigentlich ganz einfach, würde ich sagen. Nicht wenige waren damals in der SS, sind jetzt in der... Ja. Listening comprehension. Listen, I, my friend Steve, and I, we got to a concert, and it was so bad, man, I swear, Absolut unsympathisch. Ich mag den Typ. Eine sehr logische Schlussfolgerung. Du solltest Bundeskanzler werden. Ich sollte in die Psychiatrie, das passt eher. Machst du Sport? Zählt Selbstbefriedigung dazu? Weil wenn ja, bin ich Leistungssportler. Was machst du in deiner Freizeit? An Sozialleistungen denken. Warst du heute im Technikmuseum in Sinsheim? Wenn das Technikmuseum ein Bordell ist, dann könnte es sein. Wenn das Technikmuseum ein Technikmuseum ist, dann wahrscheinlich nein. Verspeisen Sie Arsch. Es steht in meinem Ernährungsplan, also ja. Wohin gehst du, wenn du Spaß willst, in einen Sarg, also nur zum Probeliegen halt? Kannst du einen Backflip von der Brücke? Ich bin schon sehr unbeweglich, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Ich meine, ich habe ja eh nichts mehr zu verlieren, wenn ich dann schon springe. Hast du eine Freundin? Nein, aber meine Eltern suchen mir gerade eine passende Cousine aus. Ich bin schon sehr aufgeregt. Zuerst Schlüssel rein oder erst das Schloss? Zuerst mit dem Brecheisen die Tür aushebeln? Ach so, du meinst in der eigenen Wohnung. Ja, okay. Bro, wie kannst du so ernst bleiben jedes Mal? Ich bin nur vor der Kamera ernst. Hinter der Kamera bin ich dann der Kameramann. Junge, hast du gerade ernsthaft mein Geschlecht bestimmt, das ist schon sehr, sehr respektlos. Seit wann so motiviert? Ich bin der Inbegriff von Motivation. Wenn man hier so auf die Atmosphäre schaut, das ist ein Debüt in der Europa League, ist das auch traurig, wenn die Ränge so leer sind? Ja, was heißt traurig? Ich kann ja jeder selber entscheiden, ob er ins Stadion kommen möchte. Wir können ja keinen zwingen. Es ist das erste Mal Europa für Hoffenheim. Ich war auch überrascht, dass das Stadion ja ziemlich leer ist, aber die da waren, haben gute Stimmung gemacht und ja, klar, es ist schade, aber vielleicht haben die Leute gedacht, dass ich nicht spiele oder ich weiß es nicht. Danke. Das heißt, Sie sind nachweislich im Moment der beste deutsche Stürmer? Ja, in meinen Augen ja. Ob das jetzt nachweislich ist, weiß ich nicht, aber in meinen Augen ja. Okay. Liebe Bild-Zeitung, liebe Bild-Journalisten, Freunde von der Bild-Zeitung, ich bedanke mich riesig für diesen Award, bester Spieler des Jahres und nehme den natürlich sehr, sehr gerne an. Du, Sandro, ist... Und fürs Interview des Jahres. Fürs Interview des Jahres? So, ich habe gedacht, für Spieler des Jahres. Interview des Jahres. Auf Facebook? Mhm. Ich habe gedacht, auf Facebook werde ich nur bezeichnet als Wagner ist ein arrogantes Arschloch. Die Flachpfeife, der kann nicht kicken und die Pissblumen sind auch kein Fußballverein. Aha. Daher redet er nur dumm daher, der Vollpfosten. Jetzt fragen sich die Leute natürlich, ist dieser Preis für diesen Vollpfosten, diese Flachpfeife angemessen? Und ich sage, er ist vollkommen angemessen. Selbst 12 Millionen Klicks oder so. Für mich, Sandro Wagner, finde ich zu wenig. Aber ich muss es akzeptieren. Und dieser Award findet einen richtig, richtig guten Platz bei mir, da ich von sozialen Netzwerken ja richtig viel halte und meinen Lebensinhalt da damit auch fülle, werde ich den wahrscheinlich ins Kartenhaus stellen. Vielen Dank dafür. Gespräche verwickeln. Mir macht Spaß, antwortet zwischenmenschliche Ihnen einer? Beziehungen aufzubauen. Ich auch merke auf dem schon, Spielfeld. Ja. Da suchen Sie die Nähe, ja? Ja, ich habe so meistens außerhalb nicht so viele Freunde, deswegen versuche ich auf dem Spielfeld immer. Mit was?